95er Scheibe. Oh, nochmal Druck erhöht. Du wolltest ja eine Runde damit fahren gleich. Wenn du mich gleich mal eine Runde natürlich. Jetzt wird's. Ja. wie hoch können wir den denn drehen? Was? Bis er nicht mehr geht. Das kannst du ja nicht machen, weil dann fegen wir hier gleich. Alles geil. Sehr, sehr schwierig. Aber erstmal vorweg, Kurve ganz sauber. Da gibt's nichts zu meckern. Also gefühlt war es mehr, aber 240, 237, okay, müssen wir mal schauen. Mal gucken, was Landerwerte sagen. Ich glaube, dir brauche ich Landerwerte nicht erklären, du kennst dich ja auch aus. Leerlaufgemisch ist schon mal alles perfekt. Wir messen hinten am Endrohr, das bedeutet, da haben wir immer ein bisschen mehr Luft dabei, natürlich, weil wir hinten am Endrohr messen. Wichtig ist, bei Volllast kommt ja ordentlich Wind aus dem Auspuff, da passt der Wert eigentlich zu 100%. Wir sind jetzt in der Warmlaufphase, das heißt, wir messen jetzt gerade nicht, sondern fahren einfach mal. Und ich möchte mir gerne mal die Lambda-Werte so angucken, was passiert. Ich gebe jetzt gleich einfach mal im dritten Gang Vollgas, wo die Reise hingeht. Ich sage dir, beim Kompressormotor 0,88, 0,85, aber das Maximum. Alles tiefer, also sprich zum 0,80 hin, wäre meiner Meinung nach zu fett. Eigentlich perfekt. Sieht eigentlich alles, was ich so sehe, perfekt aus. Gucke so mal im vierten Gang, da haben wir ein bisschen mehr Last. Wir machen sogar mal einen fünften Gang rein. Und geben mal bei 2500 Gas. Da könnte Kraftstoff her. Nee, ist gut. Ich finde, Kraftstoff gibt es nicht zu meckern, da ist sehr gut programmiert. Also da sehe ich auf jeden Fall keinen Handlungsbedarf. Also das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Hätte ich nicht also da muss man mal klar sagen, die Enttäuschung, ich sehe es dir im Gesicht, die Enttäuschung ist groß, weil da jetzt keine große Zahl steht. Aber glaub mir, das hat nichts zu sagen. Das Auto wird so, wie es jetzt gerade läuft, echt gut laufen. Wir machen jetzt mal eine Messung, die wir gerade auch gemacht haben, vierte Gang, und gucken uns das Ganze an. Und dann sage ich dir, wo ich sehe, ob da noch Handlungsbedarf gibt. Da ist ein Tick mager ganz am Anfang, dann ist es alles. Alles gut. Aber hast du jetzt zum Schluss gesehen? Zum Schluss hat er ganz leicht, wurde der Magerer auf 0,90. Sonst war er mal so im Bereich von 0,85. Genau. Ich könnte mir vorstellen, wenn du ihn einen Tick magerer machst, kommt noch mal vielleicht 10, 15 PS. Aber da kommen jetzt nicht jetzt irgendwie 50, 60 PS. Das ist technisch, also über den Kraftstoffwert, unmöglich. Ich sage, du kannst die Zündung ein bisschen Optimierung auf einem Prüfstand, behaupte ich, kriegst du noch mal so 10, 15 PS bei Ladung rausgequetscht. Ja. Aber irgendwann ist die Effizienz halt auch nicht gegeben. Das ist ja wie beim Turbolader, wenn du dem überforderst, also sprich, du drückst alles rein, was der kann. Der kann ja nicht mehr Luftmasse. Wenn du jetzt ein kleineres Rad drauf gemacht hast, vielleicht ist der Kompressor in dem Falle schon einfach an seinem Limit und er schafft es einfach nicht. Und du fährst mit dem größeren Rad bei weniger Druck, aber die gleiche Luftmasse. Weil oben raus braucht der Motor ja eine gewisse Luftmasse. Wenn du sagst, du willst auf 3 Liter zum Beispiel oben bauen, braucht der Motor ja noch mehr Luft, die der Kompressor vielleicht gar nicht mehr liefern kann. Ich kann dir sagen, wir hatten hier ein Kompressor-Kit auf dem Prüfstand. Kann ich fast nur hinter vorgehaltener Hand sagen. Ich darf jetzt keine weiteren Autos, also ein Auto, sage ich euch, es war ein C43, ein Mercedes, der hatte nicht seine Serienleistung. Ich glaube, die haben 367 PS serienmäßig, der hatte nur 308 PS. War stinke sauer, hat gesagt, Mensch, kann gar nicht sein, haben wir nochmal gemessen, hatte wirklich nur 308 PS. Danach hat er sich ein Kompressor-Kit einbauen lassen für viel Geld. 450 PS wurden eingetragen und er kam hierher und hatte, Achtung, 328. Hatte 25 PS mehr. Stinke sauer, Riesengeschichte gewesen, kannst du dir vorstellen. Da wurde ich, der hier nur prüft und was checkt, angemeckert. Wie kann das sein? Das ist unmöglich. Da habe ich mir die Mühe gemacht, habe eine Ladunganzeige angeschlossen und habe gesehen, dass der Kompressor erst ab ca. 5.500 0,2 bar gemacht hat. Unten raus 0. Ja, und ist klar, da sind 20 PS dann oben raus, die mehr waren. Der hat die Luftmenge, die der Motor haben will, kann dieser kleine Kompressor nicht liefern. Und ich glaube, wenn du hier ein kleineres Rad drauf machst, hast du ja auch wahrscheinlich gar nicht so einen hohen Druckanstieg gehabt, sondern der schafft es halt einfach nicht. Deswegen glaube ich, dass diese 240 PS, die du vorher auch hattest,
gar nicht das Problem sind. Also, dass du gar nicht mehr da rauskriegst, weil der Kompressor nicht mehr Luftmasse hergibt. Vermute ich, das, was ich jetzt so mitbekommen habe. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht, weil es ist ja eine Mehrleistung. Wir haben hier 50 PS definitiv mehr. Und Drehmoment geil, fühlt sich alles ganz sauber an. Also ich würde mich nicht beschweren. Wir können jetzt noch mal gehen gucken, was er jetzt an Leistung hat. Das schauen wir uns doch mal an. Machen wir aus. Ja. Lambda war perfekt. Jetzt bin ich gespannt. Ich vermute, da wird sich nicht viel ändern. Glaube ich auch nicht. Guck mal, und jetzt wird es wärmer, sogar eher ein bisschen nachteilhafter. Genau, 10 PS weniger. Aber Newton ist fast gleich geblieben. Aber auch nur oben rum, guck mal. Newtonmeter ist fast gleich, eher sogar mehr. Und dann oben rum. Aber kannst du dich daran erinnern, oben rum haben wir gerade so ein leichtes Abmagern gehabt. Genau, 92. Was du gesagt hast. Das könnte sein, dass hier dann Sprit fehlte. Also, dass der Wagen sehr fein auf Sprit reagiert. Das ist natürlich, guck mal, das sind dann bei ihm fast 8 PS. Ich mache immer, um sowas zu kontrollieren, immer nur Radleistungen. Und guck mal, siehst du da? Es ist schon fast wieder gleich. Genau. Also, wenn ihr ein Auto abstimmt, ich würde immer Radleistung messen, weil dann hast du dieses Ausrollen nicht, da hast du keine Bewegung, dann ist vielleicht in dem Fall die Hinterachse wärmer. So hast du immer die gleiche Leistung vom Messplatz. Und da tut sich beides gleich. Du hast sogar in dem Fall 6 Newtonmeter mehr beim zweiten Lauf. Aber da wird auch nicht viel mehr Leistung kommen. Ich finde es, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, das ist eine blitzsaubere Kurve, das sieht toll aus, das Auto. Ich finde es cool. Und wir haben hier, Jan, wie viel enttäuschte BMW-Gesichter haben wir hier schon gesehen? Einige. Aber jetzt mal so, der 6-Zylinder BMW ist, glaube ich, einer der beliebtesten Fahrzeuge, die sie uns bringen zum Besten. Ja. Und ja, da ist auch die meiste Enttäuschung, abgesehen von den Mercedes-Fahrern, die können das leider auch. Ich überlege gerade, Prüfstandstage zum Beispiel E39, eine der meisten Autos, E46, E36 und es ist von 10 getunten, haben wirklich 2 mehr Leistung, der Rest eher weniger. Es ist ganz klar so, einen Kompressorumbau hatten wir noch keinen. Wenn du mich fragst, sprichst du klar über Zahlen, was sowas kostet, so ein Kompressorumbau? Also das, was ich jetzt alles gemacht habe, ungefähr 3000. Das wäre es mir wert. Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich 3000 Euro. Jetzt mal im Gegensatz überlegt, wenn Leute sich eine Nockenwelle kaufen, einen Saugrohr plus Steuerung, bist du locker mehr wie 3000 Euro. Und dann noch die Arbeit, wenn du die bezahlst. Genau, genau. Du musst den Motor komplett öffnen. Ja. Dein Motor ist wahrscheinlich ungeöffnet. Ungeöffnet, alles original. Wäre es mir wert. Gebe ich auch ganz klar zu. Ja. Hätte ich auch Spaß dran. Also da muss ich ganz klar sagen, hätte ich auch Spaß dran. Also das ist wirklich ein cooles Auto. Ich würde gerne mal die Leine losmachen und mal ein Stück fahren, wenn du sagst. Natürlich, komm. Also voll nutzbares Blitzerbus. Toll. Ja. Super geil, wie lange er da oben das Drehmoment hält. Ich finde es mega geil. Aber ich sag dir gleich, Marco, wenn du den fährst, du wirst Gefühl haben, dass er mehr Leistung hat. Also ich bin mir sicher, dass du das sagen wirst. Ich bin gespannt. Schein ist ein gutes Fahrzeug. 240 PS ist okay. Traurig bin ich nicht. 0,5 bar am Ende ist es. Das hat mir einer gesagt und ja, jetzt haben wir den Beweis. Mehr als 0,5 bar schafft er nicht. Das heißt, mehr als 240 PS werden wir nicht machen. Vielleicht 250, wie Marco gesagt hat, aber mehr wird es nicht sein. Ich denke, 250 PS sehe ich als richtig. Von mir ein Tippels, ich würde nichts daran verändern. Ich fahre es so, das ist gesund und das ist mit Sicherheit nicht langsam. Das ist halt kein M3, sondern das ist halt nur eine BMW Kompakt. Ja. Und wenn, dann kommt ein größerer Kompressor rein. Dann vielleicht, aber sonst nicht. Jetzt fahren wir eine Runde. Oder besser gesagt, Marco fährt eine Runde. Ich bin mal gespannt auf seine Reaktion. So kannst du die Kamera gut festhalten? Ja, ich habe mich so... Sehe ich. Ja, Ansprechverhalten ist jetzt schon mal gut. Ich finde halt für diesen Umbau für Leute gut, die nicht so extrem in der Technik stecken, die sagen, ich mache jetzt hier einen Turbo-Umbau. Beim Turbo-Umbau Verdichtung reduzieren, Krümmerbau, Auspuffbau, Saugbau. Aus wie sie weg. Warum bist du denn so unscharf? Jetzt bist du scharf, sorry. Ich bin eh scharf. Das stimmt. Und das ist das Geile, was ich auch so faszinierend finde, Marco. 5 Stunden Arbeit oder 6 Stunden in Ruhe, dann hast du sofort mehr Leistung. Die Software kriegst du ja mitgeliefert. Das ist alles mit dabei? Alles mit dabei. Also es ist ein Plug-and-Play-Kit, wie man so schön sagt. Genau. Alles zusammenbauen, direkt losfahren. Er hängt schon sensibel am Gas, das stimmt. Ab 2 schon. Ja.
Und ich weiß ja, ich habe das Diagramm ja gerade vor Augen, dass bei 4.500 wahrscheinlich die Vanos hier schaltet und dass dann die Leistung obenrum nochmal kommt. Genau. Auch nicht aufdringlich das Geräusch. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, wenn man wenn man früher an den G60 denkt oder an den G40 Polo, das ist schon sehr laut, sehr dominant. Hier hörst du das nicht auf Anhieb, dass hier was groß geändert ist. Also du hörst oder du merkst, dass hier was anders ist, aber jetzt nicht so, dass man sagen muss, es ist aufdringlich. Kompakt, ich finde es im Kompakt sogar fast am besten. Ja, Touring ist zu schwer. Ein Coupé tunet jeder und dann sagt jeder: Mensch, hättest du dir direkt ein 3-Liter Coupé gekauft? Und ein Kompakt ist ja, glaube ich, das hier der größte Motor. Und da gibt es keine stärkere Version. Nein, gibt es nicht. Und mit diesem Motor ist der Kompakt ja auch nicht gerade an jeder Ecke. Die meisten Kompakt waren ja immer die kleinen Motoren. Genau, 1,16er oder. Genau, 3,16 etc. Genau. Und das ist ja hier schon die stärkste Version mit 190 PS. War der ja werksmäßig schon gar nicht so langsam. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, wenn wir gleich mal um Eumel treten, was hier so geht. Hattest du nicht mal ein 1.8T-Projekt? Wie würdest du das zu einem 1.8T vergleichen? Ich meine, okay, der S3 ist was anderes, der Lupo war was anderes. Also im Audi A3 stehen, 1.8er, mit 250 PS. Ja, würde ich eigentlich vergleichen damit. Ja gut, der Lupo ist natürlich eine ganz andere Nummer. Aber das geht auch nicht mal so im... Ja, Low Budget kann man dazu ja nicht mehr sagen. Das sind ja schließlich fast 3.000 Euro. Aber... Ich bleibe dabei für wenig Motoreinsatz. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Du musst halt nicht den ganzen Motor zerlegen und dir überlegen, wo kriege ich einen Krümmer her, wo kriege ich einen Turbo her, welche Abgasanlage fahre ich, welche Ansaugung fahre ich, wo baue ich den Ladeluftkühler hin. Und gut, das hast du in dem Falle hier gemacht. Aber an sich wird das Kit ja auch ohne Ladeluftkühler ausgeliefert. Ich finde es also echt interessant und ist das für mich ein positives Feedback. Also ich wäre da skeptischer dran gegangen jetzt. Aber ich muss zugeben, wenn ich sowas hätte oder wenn ich so einen Motor in einem älteren Auto hätte, also sprich E36 gibt es ja den Motor, glaube ich, auch, ja. Hätte ich da auch Spaß dran. Also das muss ich zugeben, ich finde das halt geil, wie untenrum ist der halt schön bissig. Das ist schon echt geil. Obenrum ist geil. Obenrum läuft der schon gut. Aber du spürst, dass das halt alles noch im Niederdruck ist. Also das sind alles so unter 0,5 Bar, würde ich tippen. Du merkst, wie der Kompressor sanft reingeht. In Verbindung mit der Vanos zieht sich das alles in den oberen Drehzahlbereich rein. Das ist, wie soll man es erklären, das ist nicht so dieser Turbo-Kick, den viele erwarten, dieses in die Fresse rein. Genau. Sondern das ist schön über den ganzen Drehzahlbereich. Also dieses Auto kannst du super schaltfaul fahren, gleichzeitig aber auch sportlich. Also das... Ich finde das gut. Also ich bleibe dabei. Ich glaube, ich habe mich jetzt 10-mal wiederholt. Ich finde es gut. Wird das auch wirklich für gut befinden. Und ich sehe gerade 300.000 gelaufen. Ja. Motor original noch. Alles original noch. Oder macht ihr das gut mit, ne? Ja. Hast du ihn auch schon mal richtig? Oh, ein, zweimal. Wie sagt man immer, hast du schon gedrückt auf Bahn? Hast du schon gesehen? Bei Marco ist es ja so, wenn die Zunge rauskommt, hat man glaube ich schon ab 700 PS, 600 PS. Aber die Zunge war aber nicht raus. Gut, wirklich gut. Wie gesagt, das ist keine Höllenmaschine, aber es ist ein schneller Dreierkompakt. Und was man erwähnen muss, jetzt mach mal das ESC wieder aus hier, wenn du jetzt den fünften Gang reinlegst, wir fahren jetzt bei 2200 Umdrehungen, du gibst Gas. Da merkst du, jetzt merke ich richtig los, wie es losgeht. Also merkst halt Turbo-Menschen und sowas, wenn sobald Überdruck ins Spiel geht, also ich sag immer, meine Zunge kommt raus bei, also ich glaube bei 0,5 kommt die nicht, aber so ab 1,5 Bar, dann können wir schon mal sagen, da geht das schon mal los. Oder auch bei anderen Autos vielleicht so bei einem Bar, je nachdem, was das für ein Motor ist. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Cooler Umbau, cooles Auto. Ich bin positiv überrascht. Du bist extrem negativ, sag ich mal. Du hast dir mehr erwartet. Aber ich sag ja, diese 300 PS habe ich mir
ich konnte es mir nicht vorstellen, weil dieser Kompressor dafür zu klein ist, um diese Luftmasse, weil du kannst ja nur die Leistung rausholen über Überdruck. Und umso mehr Überdruck du hast, umso mehr Leistung man hat, hast du. Man sagt ja, es gibt so eine dezente Faustformel, pro 0,1 Bar circa 10 bis 15 PS mehr, ist so eine grobe Faustformel. Und in dem Falle müsstest du, um auf die Leistung von 300 PS zu kommen, nochmal 0,6 Bar oder 0,5 Bar da reinpumpen. Ich behaupte auch, mit 1 Bar zum Beispiel würde er das machen, aber dein Kompressor gibt die Luftmasse nicht her, dass sich 1 Bar Druck, das ist ja auch immer ganz wichtig, dieses 1 Bar Druck staut sich ja im Saugrohr. Es bringt dir, eigentlich bringt dir das ja nichts, weil wichtiger wäre, es wäre weniger Druck im Saugrohr und der ganze Druck wird in den Motor kommen bei jeder Ventilöffnung. Ja. Das heißt also, Kompressor zu klein, wenn du mehr Leistung willst, brauchst du einen größeren Kompressor. Und das wird natürlich dann relativ schwer hier. Ich behaupte sogar, wenn du den auf 3 Liter umbaust und lässt den Kompressor drin, hast du ein bisschen mehr Hubraum, einen geringen Prozentsatz mehr PS, also auch nicht wesentlich mehr, aber auf keinen Fall 300 PS, wenn du jetzt einfach einen 3 Liter einbaust. Niemals, weil der Kompressor noch mehr, also der 3 Liter Motor braucht ja noch mehr Luftmasse. Und der Kompressor kannst du ja schon beim 2,5er nicht bieten, mit kleinerem Laderad im hohen Druck. Also er macht den Druck halt einfach nicht. Marco, wann kann ich bei dir anfangen als Kameramann? Ist für mich auch immer wieder was Neues, wenn ich immer anders neben mir sitzen habe. Ja. Also es ist, wir haben ja mittlerweile auch 2 Kameraleute, für mich ist das immer wieder was Neues. Kannst du dir vorstellen, Kameramann ist mal was anderes aus einer anderen Perspektive, ne? Genau, genau. Also ist schon, ist schwer. Also ich muss sagen, Props an die Kameramänner. Also ist schwer. Ich muss ganz Zeit gucken, ob du fokussiert bist. Ich hoffe, du bist fokussiert. Und dann gucken, ob es nicht wackelt. Das ist schon ein Hammer. Ich weiß, das ist alles nicht mal eben. Das stimmt. Man unterschätzt auch Videoschnitt. Machst du wahrscheinlich auch selber, genau, ne? Ich mache alles selber. Ich finde, das ist einfach super viel Arbeit. Aber, du machst es aber nicht selber. Ich mach, Junge, ich bin froh, dass ich vor der Kamera überhaupt was hinkriege. Alles hinter der Kamera machen meine Jungs. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Marco. Sehr gerne. Super Spaß gemacht. Ja, mir auch. Hat mal wieder Spaß, mal auch mal ein anderes Auto zu fahren, zu sehen. Dankeschön. So, bis dann. Ciao. Ja, wie gesagt, Kompressor ist immer so eine Sache. Kompressor ist ja auch für mich Neuland. Mal schauen, was wir noch mit diesem Kompressor schaffen. Oder ist der Kompressor echt am Ende? Das heißt, wie Marco Dingert das gesagt hat, du kannst da eine kleinere Rolle drauf machen. Im Endeffekt würdest du vielleicht nur 10, 15 PS mehr kriegen, aber sonst auch nicht. Mal schauen, ob das so ist, ob wir echt mehr Leistung gehen können. Ich bin selber gespannt und ja, enttäuscht bin ich, klar. 240 PS. Ne, man hätte ja ein bisschen mehr erwartet, weil die letzte Messung 240 war. Egal.